Willkommen zurück zu Borderlands 2 und wir reden mit Sir Hammerlock. So, hier können wir erstmal unsere Quest abgeben. Ja, machen wir. Und als Belohnung bekommen wir unseren Schild. Den kennt man ja auch noch aus dem ersten Teil. Damit hat man eben, wie gesagt, ein Schild, der einem schützt vor Schaden. Und? Hier nochmal so eine kleine Erklärung. Der Schild, der lädt sich immer wieder auf und je höher der Wert, umso mehr kann man eben damit abfangen. Fällt ihr Liarsburg? In dieser Stadt war mal ordentlich was los, aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary, um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen. Zumindest die meisten von ihnen. Captain Flints Männer töteten jeden, der blieb. Cool Story, Bro. Okay, was hätten wir hier? Level 3. Schwierigkeitsgrad normal, nehmen wir an. Obgleich Captain Flint Liarsburg getötet hat, sehe ich nicht ein, wieso wilde Bullymongs dort herumlungern und das Andenken der früheren Bewohner entehren sollten. Wenn du die Stadt von ihnen säubern könntest, wäre das sehr gentlemanlike. Die Ziele auf deinem Hand gehören zu deiner aktiven Mission. Du kannst deine aktive Mission mit deinem Missionslog auf deinem Echo-Gerät ändern. Mach keinen Scheiß, das kennen wir ja alle schon aus dem ersten Teil hier drüben. Nehmen wir mal mit. Und dann machen wir jetzt mal hier die nächste Mission. Wir säubern den Friedhof und dann säubern wir den Teich, den finden wir hier unten. Und wenn wir schon mal hier oben sind, dann gehen wir natürlich gleich mal hier hin. Na, was haben wir denn hier? Einen Gegner. Geschenkt. Okay, war ja klar. So leicht wird es dann doch nicht. Na, man sieht, der Schild, der fängt einiges ab. Und jetzt ist er wieder voll. Zack, einer weniger. Wow, 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 wow. Wir brauchen unbedingt eine bessere Waffe. So, mein Kleiner. Batz. Die Kohle, die nehmen wir mit. Na, lieber mal hier nachladen. Und hier könnten wir eine Granate werfen. Oh, die fliegt gut. Na, super. Und ich dachte schon, wir würden beide treffen damit. Eine Herausforderung. Na, komm her. Na, komm her. Mann, der steht ja immer noch. Bullymong-freie gegen mehr. Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer in Liarsburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem, gut gemacht. Können wir die hier zerstören? Nee, leider nicht. Na, was haben wir hier? Sieht aus wie ein Eingang, aber ich denke mal, hier kann man auch nichts machen. Na, da drüben liegt noch was. Nehmen wir natürlich noch mit. Immer schön alles hier einsammeln. Oh, eine neue Waffe. Weniger Schaden. Hier würden wir mehr Schaden machen. Gehen wir nochmal rein. Also die hier, die behalten wir auf jeden Fall. Dann machen wir mal so. Und Munition brauchen wir keine. Kohle nehmen wir mit. Sehr schön. Was haben wir hier? Nochmal Munition brauchen wir auch nicht. Und ein wenig Heilung. Okay, dann sprinten wir mal hier unten zu dem Teich hin. Sauber, hier wieder gleich mal eine Herausforderung gemeistert. Bekommt man dafür eigentlich irgendetwas Besonderes? Oder Erfahrungspunkte oder sowas? Denn diese Herausforderung, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, die gab es auch im ersten Teil. Bin mir da aber nicht mehr 100% sicher. Update, alles klar. Schauen wir gleich mal rein, wenn wir die hier besiegt haben. Oh Mann, der steht ja immer noch. So, gleich mal hier eine Keule. Na, Moment, Moment. Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Ein Augenblick, wir müssen erstmal gucken, was haben wir denn hier jetzt alles? Inventar finden wir. Laden, laden, laden. So. Na, sieh mal einer an, was wir hier alles haben wegen der Premium Edition. Gearbox-Waffen, ist ja mal interessant. Okay, dann nehmen wir mal die hier und packen die. Moment, packen die hier hin. Und den packen wir hier oben hin. So.
Eben hier so ein MG. Nichts Besonderes, macht eben nicht besonders viel Schaden. 11 Stück, aber naja, am Anfang sollte auch nicht zu gut sein, die Vorbestellersachen, denke ich mal. Deswegen kann man damit schon ganz gut leben. Was haben wir hier unten? Moment, hier können wir noch einmal, zack. Na, das nehmen wir mit. Kohle, 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 $200 mittlerweile. Und hier drüben, ja, wieder Gesundheit brauchen wir nicht. Na, hier noch so ein Klumpen. Okay, den noch. Und dann sind wir wohl fertig. Die kommen anscheinend immer wieder. Aber ich denke mal, hier findet man eben nur Munition und Kleingeld. Nur in diesen großen Truhen findet man auch die Waffen. Na, hier drüben noch. So, mein Freund. Als Belohnung bekommen wir sogar eine Waffe. Bitte lass Captain Flint so langsam wie möglich sterben, ja? Er ist wirklich ein Mistkerl. Grim Renegade. Sieht sogar richtig gut aus. Und als nächstes hätten wir hier eine schwere Mission für Level 5. Und hier hätten wir nochmal eine, die wir machen können. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders Unterschlupf. Du wirst den Lift nehmen müssen. Okay, Moment. Erstmal hier rein. Wir nehmen einmal die hier für die hier. Ja. Und nein, 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 nein. Wir wollen noch hier hin. Moment, was machen wir als nächstes? Ja, ich würde mal sagen, dann die hier. Die anderen geben noch keinen Sinn. Und wir müssen irgendwo da oben entlang. Ah, mit der kann man sogar richtig schön reinzoomen. Nice. Ein bisschen Kleingeld, na komm. Okay, dann schauen wir mal. Ja, wäre ja zu einfach gewesen. Wo müssen wir hier hin? Können wir hier unten entlang? Also, hier sehen wir das Kabel. Dem folgen wir mal. Ja, die Karte kennen wir ja auch. Alles aus dem ersten Teil. Da drüben hätten wir ein Banditenlager. Aber wir müssen hier hin. Mann, der Himmel sieht ja mal richtig cool aus. Wow, 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 wow. Wow. Mir geht's gut. Okay, mein Freund. Level 5. Na, wo müssen wir hin? Okay, den müssen wir wegholen. Was haben wir hier? Level 3. Dann holen wir erstmal hier den 5er weg. Gleich mal hier Crit gemacht. Oh Mann, die hauen rein. Autsch, ich habe keine Deckung. Mal wieder den super Ausgangspunkt. Mann, den einen da oben haben wir gleich. Schild ist wieder voll. Autsch, autsch. Komm, der blutet schon. Oh Mann, da unten ist noch einer. Okay, unser Schild ist weg. Jetzt brauchen wir unbedingt Deckung. Habe ich noch eine Granate? Ich habe sogar noch eine Granate. Ah, die könnte was werden. Yes, den einen da unten hätten wir. Aber irgendwo hier steht doch noch einer. Wie viele sind denn da oben? Nochmal hier in Stufe 5 Gegner. Na komm. Na, was haben wir hier? Kleingeld und eine weitere Granate. Munition kann man immer gebrauchen. Na, 34. Dazu brauchen wir Level 4.
Wir nehmen sie mal mit. Ich muss eh mal gucken, wie viele Waffen überhaupt in meinen Rucksack reingehen. Denn soweit ich weiß, war das gar nicht unbegrenzt. Also irgendwann mal Schluss. Aber die Dinger kann man ja auch später beim Händler verkaufen. So. Natürlich, ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich darin zu integrieren. Integrieren, ich verstehe schon. Scherzkeks, besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Na, wir müssen wohl da drüben weitergehen. Können wir hier hinten rum? Was haben wir hier? Ah, so ein Wegpunkt. Die Munition, die Granate. Okay, dann müssen wir hier drüben weiter. Dann schauen wir gleich mal, wie viele Gegner da drüben noch rumlungern. Auf jeden Fall gibt es hier Energie. Level 4. Level 3. Oh, wir wurden entdeckt. Alles klar, jetzt müssen wir ran. Sauber, einer weniger und gleich wieder hier eine Herausforderung gemacht. Nein, 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 nein. Mach das hier bumm. Yes! Na, wo ist er denn, mein kleiner Freund? Da oben ist noch einer. Aber erstmal der hier. Ich muss sagen, ein bisschen schwieriger als der erste Teil vom Einstieg. Und mein Schild ist schon wieder weg. Aber ich sehe den Gegner nicht. Der ist irgendwo da oben. Na, Moment, hier ist eine Leiter. Ja, hol's dir. Ja. Na, wo ist der denn? Unter mir. Auf der anderen Seite von diesem Elektrozaun ist eine Sicherung. Renn einfach durch den Zaun. Wenn du schnell genug bist, wird dir nichts passieren. Der verarscht mich doch. Ich kann doch da nicht durchrennen. Hier drüben kann man was beschädigen. Ich hab's doch gewusst, dieser kleine, miese Roboter. Setz die Sicherung einfach in Brewsters Schaltkasten ein. Dann kannst du den Aufzug benutzen. Eine Schatzkiste. Oh. Unsere erste seltene Waffe. Grün. Und was haben wir hier drüben? Nehmen wir auch mal mit. Wer denn? Was denn? Wow! Schock fürs Leben. Und woher kommt denn der? Oh Mann, da kommen einige neue. Yes, mal wieder Level up. Der ist Elite. Hey, 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 hey. Oh Mann. Oh Mann. Ich gehe lieber mal in Deckung. Was haben wir hier? Aha, ein Gastank. Okay, war nicht so clever. Mann, jetzt kommen sie aber, die Gegner. Ja, so eine kleine Armee da drüben. Lähmender Schlag. Jetzt nimm dir sein Fell. Abgesehen davon, dass es perfekt zu meinem Hut passt, werde ich es untersuchen für meinen Almanach über die Kreaturen Pandoras. Ach, wir können hier auch Sachen einsammeln. Also man merkt schon, der Umfang ist um einiges größer als wie im ersten Teil.
Hui, ich denke mal, das waren alle. Können wir jetzt hier wirklich was mitnehmen? Ja, hier bei dem Großen. Da hätten wir sein Fell, nehmen wir mit. Diese Probe ist perfekt. Bitte sammle noch ein paar mehr. Wo bekommen wir mehr? Erst gehen wir hier drüben mal ein bisschen plündern. Munition können wir ganz gut gebrauchen, denn wir haben nur noch sehr wenig. Na, was haben wir hier? Munition voll. Eine neue Waffe nehmen wir mal mit. Ah, okay, wir sind schon ganz voll. Dann gehen wir gleich mal hier in unser Inventar rein. Also, wir hätten hier drüben... Wie können wir was wegwerfen mit Y? Alles klar. 22, 17 werfen wir mal weg. 11, weg damit. Und... Ja gut, die behalten wir mal. Oder obwohl, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. 12, ja komm. 17. Gut, dann nehmen wir die wieder mit. Die andere hätten wir im Inventar. Und dann hätten wir hier... Ah ne, die Munition, die hatten wir schon. Ja, ich würde sagen, hier sind wir fertig. Moment. Irgendwo da drüben ist noch ein Gegner. Mein alter Kumpel, da oben sitzt der endlich. Das kann ja wohl verdammt nochmal nicht wahr sein. Oh doch. Na, was haben wir denn hier? Eine Waffenkiste. Beine übersehen und nur Kohle drin. $2. Ach, Moment. Hier drüben erstmal. Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Sehr gut. Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch und kaufe einen Schild. Früher war dies ein wichtiges Widerstandsnest, bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen. Na, was bekommen wir hier? Munition. Munition. Und, komm. $2. Wie immer. Der Standardwert hier in jeder Kiste. Okay, hier drüben sollten wir lieber noch nicht hin. Da sind die Gegner ein bisschen stärker. Oder können wir hier sogar den Lift verwenden? Ach, da oben geht's hoch. Jetzt sehe ich das auch. Aha, hier. Dann einmal hier den Hebel. Und schon genießen wir die Aussicht. Yo. Yo. Das können wir hier machen, ein Radio. Wir können den Sender wechseln mit X. Bekommen wir hier irgendetwas rein? Na, Moment, hier unten noch. Aber wo sind wir nun? Hier unten hätten wir das Lager, hier oben. Wir müssen uns doch ein neues Schild besorgen. Aber hier finden wir doch gar keins. Ach, Moment. Hier können wir ran. Ich hoffe, du bist geimpft. Und da können wir auch eins kaufen. Schauen wir mal rein. Ladegeschwindigkeit, Ladeverzögerung, Kapazität. Das geht sehr schnell. Was ist wohl besser? Also damals, soweit ich noch weiß, war die Geschwindigkeit gut. Oh, hier drüben das Angebot. Ladeverzögerung. Naja. Ich finde das hier ganz gut mit der schnellen Ladegeschwindigkeit. Hier hätten wir am meisten Kapazität.
Na, wir nehmen mal das hier. 195, da bin ich ja schon wieder pleite. Gut, kehre jetzt nach Liarsburg zurück, dann sehen wir, wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterbringen. Man sieht sich. Moment, wir müssen erstmal hier rein und... Wo finden wir das? Wir finden hier unser altes und hier drüben unser neues. Abmarsch! Na, hier komme ich nicht mal hoch. So, da wären wir. Jawohl, das schützt vor Kugeln. Was haben wir denn hier bekommen? Eine Kommando-Skin-Anpassung? Okay. Was haben wir hier? Symbiose. Level 5, Schwierigkeitsgrad hart. Und wir bekommen 362 Erfahrungspunkte und irgendein merkwürdiges Objekt als Belohnung. Nein. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimong reitet? Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Mong für mich. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Boah, das ist aber hart. Na, mein kleiner Freund. Ich hatte ein Gentleman's Agreement. Ich bringe ihm die Sachen der Leichen, die Jack im Klitsch ablegt. Er quält mich dafür nicht mehr mehrere Stunden am Stück. Und dann tat das doch. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir erledigen ihn, klauen uns mein Schiff zurück und fahren nach Sanctuary. Los, wir gehen da lang. So wird's laufen, Kammerjäger. Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen. Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brustkasten. Warum will mich jeder töten? Er gehört zum Ripper Clan. Und Ripper heißt so viel wie Zerfetzer. Schätze, du checkst, warum die so genannt werden. Diese Brötchen sind eklig. Und? Wie war dein Tag schon, Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Eher nicht, Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Er war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du's weißt. Tja. Okay, bis dann. Ich hab $200. Was sagst du jetzt? Beschütze mich, Untertan! Ich dich, du lieber mich. Oh, wow, 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 da kommen richtig viele Gegner. Okay, Plan B. Au! Oh. Batz! Na komm, der ging doch genau auf die Birne. Oh, wow, 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 ich gehe hier lieber mal in Deckung. Erstmal warten, bis wir hier wieder Schildenergie haben. Mann, die halten aber jede Menge aus. Okay, mein Schild ist wieder unten. Aber den hier hätten wir. Na, wo ist der nächste? Oh, der hat auch ein Schild. Marodeur. Elite? Nee, nur ein Killer. Untertan, was hast du getan? Das waren Menschen mit Familien und Freunden und... Das war nur ein Witz. Scheiß auf die Typen. Inventar voll, schon wieder. Gut, irgendwas zum Wegwerfen. Schauen wir mal nach dem Wert. 27, ja komm. Weg, weg. 29, weg, 20. Weg. So. Na, was haben wir hier? Eine weitere Mission. Wir haben den Zug, der durch The Dust fährt, gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begraben.
Wir müssen nur... Ich zermartere mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu Ehren Pissbirne nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Arschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Ach, dieser Handsome Jack. Ein wahrer Freund. Wenigstens benennt er sein Pony nach mir. Moment. Moment. Finde das Audiolog. Wo ist mein kleiner Roboter? Clappy! Wo ist der denn jetzt schon wieder hingerannt? Ja, so schnell, man kommt ja gar nicht hinterher. Gehen wir ganz schnell mal hier ins Menü rein und zu den Missionen. Na, immer noch keinen Punkt. Okay, wo waren wir? Wir machen hier gerade... Genau, die Nummer hier. Okay, näher, noch ein kleines Stück. Was haben wir hier oben? Hier oben hätten wir wieder irgend so ein Fass. Genau, diese Fässer haben ja unterschiedliche Fähigkeiten. Aus dem einen kommt Gülle, Säure, Strom kommt auch manchmal. Ey, 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 ey. Mir geht schon wieder die Munition aus. Au! Okay, erstmal hier drüben wieder ein bisschen Deckung gehen. Bis mein Schild wieder oben ist. Der hatte sowieso nichts drauf. Na komm! Ja, habt ihr sein Gesicht gesehen? Hm, was Neues. Okay, wo ist der Nächste? Die sind irgendwo unter uns. Ach, da drüben sind sie wieder. Na, schauen wir mal hier rein. Kleingeld, 8 Dollar. Ist ja wie Weihnachten. Okay, Deckung, Deckung, Deckung. Irgendwo hinter mir muss noch einer sein. Denn wir werden ja auch von hier getroffen. Okay, keine Munition mehr. Dann wechseln wir mal. Zack! Na komm! Was? So, ich denke mal, wir haben alle. Dann schauen wir mal, was haben wir hier. Wieder ein Schild, 136. Na, hier drüben. Haben wir jetzt wieder Munition oder sind wir immer noch näher? Leer. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Wir könnten dennoch mehr gebrauchen. Na, und noch hier oben hin. Oh, was haben wir hier? Eine neue Waffe. Na komm, die behalten wir mal. Zurzeit haben wir so wenig Munition. Dann gucken wir mal, dass wir hier mit der Pistole weiterkommen. Na, wie komme ich an die da oben ran? Hier hätten wir noch so eine kleine. Mhm, 29 Dollar, nein, danke. Aber wie komme ich hier hin? Vielleicht von hier oben ein großer Sprung rüber. Na gut, wir probieren es mal schnell. Aber ob das geht... Ah, Moment. 2 Dollar. Also, einmal hier bitte mit Anlauf. Am besten hier von der Ecke. Yes! Jede Menge Spielzeug. Also, 36 Dollar, nein... Ja. Ja. Okay, die nehmen wir alle mit. Gehen wir erstmal ins Inventar rein. Was haben wir hier noch? Wir hätten hier zum Wegwerfen. Ja, kommen die hier. Und die hier.
dann nehmen wir mal hier die grünen mit. Und die hier können wir liegen lassen. Moment, Moment, Moment. Wo müssen wir denn entlang? Ach, hier drüben. Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Oh! Weißt du was? Ich hole es schnell. Arschgaul! Ja, braves Mädchen. Oh, sag hallo. Arschgaul sagt hallo. Arschgaul sagt hallo. Ach, verdammt, das wollte ich doch gar nicht. Immer wieder hier sammle ich die Waffen aus Versehen ein. Testen wir mal die hier. Ist ja schon gut, ich bin ja schon direkt hinter dir. Zündet die Lunte, ihr Hunde! Jetzt kann's rotzen! Ach, das ist Boom Boom. Alles klar, verstehe den Namen. Und du versteckst dich hier, super. Ich bin mal wieder auf mich allein gestellt. Okay, wie besiegen wir den? Moment, 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 ich habe eine Idee. Und zwar ins Inventar gehen. Schritt Nummer 1 zum Sieg. Denn wir hatten hier doch irgendwo noch eine Sniper. Ja, hier oben rein. Wow! Okay. Der macht mir diverse Probleme. Aber wir treffen ihn doch hier, oder? Naja, so wirklich viel Schaden machen wir hier gerade nicht. Wir sollten uns eine andere Idee ausdenken. Na, was haben wir hier drüben? Schneller, schneller, schneller. Munition. Okay, Munition brauche ich gerade keine. Was habe ich hier? Mach auf das Ding. Kleingeld. Okay, erstmal gucken, dass unser Schild hier wieder aufgeladen ist. Ach, hier ist der Kleine. Na, was willst denn du? Meine neue Idee, wir besiegen erstmal hier den Zwerg. Wenn er sieht, dass wir hier seinen Zwergenbruder besiegt haben, dann bekommt er Mitleid und gibt einfach auf. Au! Hey, 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 der Kleine macht irgendwas Böses. Und wir sind tot. Okay, okay. Ich kämpfe um mein Leben. Ich robb mich hier drüben hin. Und super, ich wurde getroffen. Wo bin ich nun? Alles klar, wir sind wieder hier und... Wie gesagt, hopp auf die Beine und auf in den Kampf. Mein Leben ist 14 Dollar wert. Gut zu wissen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann besiegen wir da drüben Bum Bum und seinen Zwergenbruder. Danke fürs Einschalten. Haut rein und tschüss!